Ludertee. Layers of Fear, powered by Unity. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von WTUSS.de. Ich bin Thorsten von WTUSS.de. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, gerade am Titel, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Spielen wir das Spiel Layers of Fear. Und ich habe mir schon mal ein kleines Profil angelegt, um die ganzen Einstellungen zu machen. So Grafikeinstellungen, so Musikeinstellungen. Ne, dass die Musik halt raus ist wegen YouTube, weil das ist leider doof mit YouTube, weil die sperren mir auch gerne mal Spiele. Das muss nicht sein. Deswegen habe ich, wie gesagt, im Vorfeld schon mal was aufgenommen, beziehungsweise schon mal im Vorfeld ein Profil angelegt und es geht los mit dem New Game. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang doch ein bisschen Schiss gehabt. Also weil ich hab's ein bisschen herausgezögert, dass ich... Oh, die Blutspur ist der Ladebalken. Cool. Weil Horrorspiele sind jetzt nicht so wirklich meine Sache, aber gut, wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh, es regnet. Oh Gott. Okay. The torment I have to endure. Also für mich ist das Spiel ja auch neu. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and also ich muss sagen, das Spiel ist großartig. Cut so many times on broken bottles. Du wirst es lieben. Each night drowning in a cold sweat. Ach, das Einzige, was mich jetzt nur gerade nervt, ist der Delay. Der Delay. Ich wäre lieber, wenn ich das live vor mir hätte, aber mit den 5 oder 6 Sekunden Unterschied ist das blöd. Ja, ich weiß. Nebenbei, im Hintergrund hört ihr die Stimmen vom Strobowolf und vom Spyro. Guten Abend. Ja. Da ist schon jemand müde. Wir haben doch erst 20 vor 12. Also ehrlich? Perfekte Zeit. Wir haben Halloween. Ich versuche mal ein bisschen zu chillen. Wir haben Halloween. Und wir... die Steuerung hat schon übernommen. Cool. Dacht er doch, dass die Steuerung ein Bild, zwei Bücherregale... Okay, ist da was Interessantes drin? Die ganzen Schinken kenne ich alle schon. Gut, ein Sofa, ein Sitz. Soll ich mich hinsetzen? Nein. Ein Bild, wo eine Frau schon tot ist. Das hat doch wirklich was. So, okay, wir müssen wahrscheinlich durch die Tür durch, aber gucken wir mal weiter. Da ist ein Hundekorb. Den möchte ich mir noch mal genauer ansehen. Das sieht nach einem etwas bösen Hund aus. Okay. Der ist ganz lieb. Der ist ganz lieb. So. Okay, die meiste Steuerung geht wirklich über die Maus und über WASD. Was? Hallo? 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 Ist da jemand? Oh. Gucken wir mal, da sind es alte Zeitungen. An Atreus Triumph. Okay. Okay, da sind Stellen weggestrichen, beziehungsweise mit dem Messer ausradiert. Das hört sich schon sehr, sehr spaßig an. Gucken wir mal in die Schubladen. Okay. Gucken wir mal da rein. Eine Hutschachtel. Ja? Noch eine Hutschachtel? Können wir da reingucken? Nein. Machen wir mal wieder zu. Die Schublade ist auch leer. Gott sei Dank. Nicht, dass wir da auf einmal ein Messer finden. Oh, Zigarillos. Sogar meine Marke. Cool. Ja, dann braucht ihr da erstmal eine. Dominosteine und ein Brillenetui. Ist ja perfekt für mich. Ich spiele ja unheimlich gerne Domino und gucke Brille. Unten Stapel Post. Okay.
So, dann gucken wir mal. Hier sind normale Teller. Okay. Hier ist die Hausbar. Ich glaube, ein viel größeres Delay. Ich muss mal gucken, ob ich das dagegen machen kann. Aha, meistens neu laden. Oh, da ist ein Foto. Naja. Mit zwei durchgestrichenen Gesichtern. Hm. Yay. Okay. Gin. Whisky. Bourbon Whisky. Superior Old. Okay. Aber ansonsten mache ich mir zumindest den TS den Ton weg. Ja. Weil das ist mir sonst auch wie... Wenn du schon bemerkt hast, ist sonst echt ein bisschen zu nervig, wenn du vorher schon hörst, was du treibst und dann deswegen die Bilder siehst. Dann würde ich euch empfehlen, rübergehend wirklich TS still zu lassen. Na, also wirklich. Weil, dann kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren auf das Spiel. Ja, oder Dennis und ich gehen einfach in einen anderen Channel, das geht ja auch. Ja. Also habt ihr dann auch wirklich genug Delay. Jetzt ist es ja hier momentan noch ruhig. Das wäre jetzt, ehrlich gesagt, die beste Alternative. Okay, wenn du damit das okay findest, dann können wir... Na, also... Eure Entscheidung. Also ich persönlich würde es bevorzugen, weil es halt... also kann ich mich mehr auf das Spiel konzentrieren. Wo blöd das klingt. Ja, und ja, keiner gut, sagt dann... aus Versehen im falschen Moment dann was oder so, genau. Ja, ja, stimmt. Ja gut, dann gehen wir mal rüber in die Säuremine. Genau, okay. Genau. Wir haben ja auf unserem TS eine Säuremine. Okay, dann viel Spaß und denk dran, wir sind immer hier und denk an die Wette. Ah ja. So, endlich sind die beiden weg. Jetzt gucken wir uns mal um. Und hier hat jemand gegessen. Okay. Was zum Henker? So, machen wir mal die Tür wieder zu. Aber ich finde die Szenerie einfach nur geil. Die Szenerie ist wirklich stark. Oh. Okay, da ist, macht jemand gerade mein Essen. Das ist nett. Das ist sogar sehr nett. Ein Nudelholz. Kann ich das benutzen? Nein. So, dann machen wir das mal auf. Okay, da ist auch was zu essen drin. Achso, das sind Vorratsschränke. Ich dachte schon. Oh, eine... Okay, Paint, Rose Door, Band, Sienna, okay, das sieht nach einer Einkaufsliste aus. Okay, die Waage funktioniert, das haben wir jetzt gerade vernünftigerweise getestet, das muss man natürlich testen. Okay, ist Knoblauch gut gegen Vampire? Okay. Machen wir das wieder zu. Aber das muss einen Grund haben, warum da... Also ich guck jetzt gerade mal nach. Gibt es eine Hilfedatei? Nein, aber gut. Ein gutes Spiel erklärt sich immer von alleine. So. Okay, hier ist Kohle und Waschzuber. Okay. Okay, hier ist dann die Kochstelle, ne? Gucken wir mal, das ist... Hier liegen die Töpfe und Pfannen, das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, hier ist die Kohle und die Kohleschaufel und hier wird gekocht. Okay, hier, das Schränkchen dürfen wir noch nicht aufmachen. Hier sind auch Vorratsschränke. Aber ich liebe dieses Geräusch von alten Geräten. Liebe ich wirklich das Geräusch. So, komm. Und auch wieder du zu.
mal hier oben rein. Ist hier, hier oben ist nichts drin. Gegenstand im Inventar. Gut, interessiert mich jetzt gerade mal gar nicht. So. Ja, das war jetzt taktisch sehr klug. Warum nicht eigentlich eine Flasche Wein? So, machen wir mal die Tür ganz auf. Okay, da geht's in den Vorratsschrank. Hier ist nochmal frischer Knoblauch und Mais. Okay, was? Ah, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Gut, haben wir das auch geklärt. Wissen wir, Licht funktioniert hier. Was? Machen wir die Tür mal zu. Okay. Hier ist irgendwas runtergefallen. Oh. Ah. Ach, so halbwegs. Stimmt. So, gucken wir da mal rein. Sind Hemden. Eine Tischdeckenfirma. Mal rein. Da ist ein Brief. My love. Even to you have been not born yet. Okay. I can feel already your presence. Okay. Blub, blub, blub. Blub, blub. Ja, mein Englisch ist jetzt nicht so gut. I love you so much. Hm? Okay. All that was Tarrant. Okay. Against all odds, I have carrier, a loving husband and you. Okay, das scheint von der Frau zu sein, die das geschrieben hat. I have never been a deeply religious person. Okay. I guess whatever people look for in a serum, I found in perfecting my art. Okay, also sie kann offenbar auch zeichnen. But now I can't help but feel like this... there's a light power watching over me. They once told me that I would never success as a musician. Okay, sie versucht also auch musikalisch zu werden. Okay. Now I'm playing sold out concert at some of the most bands in the country. They also said I had difficult character and that I would never find a soulmate. Okay? Eine verwandte Seele. Okay. Machen wir da mal wieder zu. Vielleicht ist da was Interessantes für uns noch drin. Da sind Orden drin. Ist eine Pfeife drin von einem Mann. Gehe ich davon aus. So, okay. Okay, die ist abgeschlossen. Na, super. So. Gucken wir mal. Hier rein. Klorollen sind noch da. Oh, Rattengift. Immer wieder toll. Okay, Contents Enter. Okay. Da sind die Handtücher. Okay. Cool. Kann ich auch ziehen? Okay. Okay. Hier ist das Wasser abgedreht. Aber hier läuft das Wasser.